Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar soll es um die Porsche Holding Aktie gehen. Wir stehen hier bei 51 Euro knapp und man sieht schon, die Aktie hat sich auf jeden Fall ein bisschen erholt. Man ist hier schon wieder seit dem Tief um 25% gelaufen. Aber die Aktie, wenn man zurückschaut, ja, seit dem letzten Hoch, das ist ja unglaublich. Bei ungefähr 101 Euro ist die Aktie um knapp 60% korrigiert. Die kannte wirklich hier nur noch bergab. Ich denke, dass man aber langfristig hier sehr, sehr gut einsteigen kann. Wer hier seinen Einstieg noch nicht gefunden hat, ich denke, hier um die 50 Euro kann man auf jeden Fall noch gut einsteigen. Und dann sollte man langfristig hier auch nichts falsch machen. Und ich denke, mit einer Aktie wie Porsche macht man da auf jeden Fall auch nicht so viel falsch. Ich denke, wenn man hier langfristig einsteigt und erstmal mit einem, ja, mit dem Ziel von 70, 80 Euro, ich nehme jetzt mal 75 Euro rechnen, wie über den letzten Tops bei rund 73 Euro, dass man hier auf jeden Fall nochmal Potenzial hat, um 50% nach oben, bis dann vielleicht vorerst die nächste Kurve kommen sollte. Ich denke, das Ganze wird sich hier vielleicht noch ein bisschen seitwärts ziehen, aber früher oder später wird die Aktie anziehen. Ich denke, dass man dann langfristig sehr, sehr gute Rendite erzielen kann. Wie gesagt, wenn es hier noch eine Weile seitwärts läuft, hat man auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, hier einzusteigen, dann bis 70, 80 Euro anzusteigen und dann sollte eventuell eine Korrektur kommen. Aber ich denke, mit Porsche ist man hier sehr, sehr gut bedient. Wie gesagt, wer hier noch nicht drin ist, kann sich auf jeden Fall überlegen, hier noch einzusteigen. Ich denke, das lohnt sich und langfristig, ja, brauche ich euch nichts erzählen, wird man irgendwann die 100 Euro auch wieder antreffen, was zum aktuellen Zeitpunkt um die 100%, ja, Wachstum wären. Wer hier schon langfristig investiert ist und seitdem nur rote Zahlen kannte, der könnte hier auf jeden Fall nochmal nachkaufen, seine Position Durchschnittseinkaufspreis weiter runterziehen, um dann langfristig einfach mehr Rendite zu erzielen. Wie gefällt euch die Aktie? Seid ihr investiert in Porsche Holding? Ich denke, bei Porsche ist man auf jeden Fall nicht falsch bedient und schreibt mir in die Kommentare, seid ihr investiert? In diesem Sinne, das war's mit dem Video. Wir hören uns morgen. Peace!